Ja, man muss sagen, wir sind ja in über 60 Branchen aktiv. Das heißt eigentlich alles, was irgendwie Industriegeschäft heißt. Von daher sind auch alle Trends für uns relevant. Wichtig ist noch zu sagen, im Vergleich zur Vergangenheit, dass gesellschaftliche Themen an Relevanz gewinnen gegenüber rein technischen. Ja, dass sich Randbedingungen so verändern, dass eben eine große Vielzahl von Nutzern meinetwegen mehr Wert auf Energieeffizienz legt. Also müssen wir dafür sorgen, entsprechende Lösungen zu bieten. Also was wir sehr aktiv machen, ist alternative Energiethemen, ob nun Meeresenergie, Wellenenergie, Windenergie. Also in den unterschiedlichsten Feldern versuchen wir vorne dabei zu sein, um eben entsprechende Lösungen für die Zukunft zu bieten. Also ich denke, da hat sich nicht viel im Vergleich zur Vergangenheit geändert. Innovation war immer schon ein wesentliches Thema von Deutschland für die Industrie. Und wir müssen eigentlich froh sein über komplexe Fragestellungen, die die Welt hat, weil dafür können wir dann gute Lösungen anbieten. Also ich denke, das Thema Innovation der Bevölkerung, Verbrauchern und auch Firmen intern weiter voranzubringen, ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Deutschland in Summe, weil wir letztendlich keine anderen Ressourcen haben. Von daher sind diese Veranstaltungen gut, um Austausch zu haben, um andere Interessierte zu finden und damit auch Schritt für Schritt eine gewisse Breitenwirkung zu erzielen.